Herzlich willkommen, liebe Motorradfreunde. Beim Alpenmasters 2024 suchen wir bzw. haben wir gesucht den Bergkönig unter den Motorrädern. Das Alpenmasters ist der größte Motorradtest der Welt, kann man glaube ich so sagen, oder Carsten? Auf jeden Fall, ja. Ja. Bei mir der Kollege Carsten Schwers, Motorrad-Top-Tester. Hallo. Und heute sprechen wir über die Vorrundenentscheidung in der Kategorie Mid-Adventure. Und da sind am Start gewesen die BMW F900 GS und die Ducati Desert X Rally. Und Carsten, ich würde sagen, bevor wir anfangen, schauen wir uns mal an. Der Peter und der Jens, die haben sich vor Ort schon ein bisschen ausgetauscht über die Motorräder, was die sozusagen haben dazu. Okay. Peter, was meinst du? GS oder Desert X? Für mich ist das Komfortzone total. Also die fährt sich so leicht aus den Kurven raus. Zweiter Gang, keine Kupplung, kein gar nichts. Einfach Gas auf und das Moped macht Meter. Toll. Das stimmt. Das Ansprechverhalten ist echt auch gut nach den Spitzkehren. Du brauchst echt keine Kupplung. Aber ich muss sagen, die Desert X, das ist auch schon richtig gut. Also der Reifen, finde ich, der rollt ein bisschen schöner. Der ist nicht ganz weniger rumpelig als der Reifen auf der GS. Und ich finde, die fährt sich sehr, sehr schön. Ist viel höher, ist viel bulliger, ist mehr Motorrad, aber Heidewitzka, Heidewitzka. Jens, ich glaube, du bist einfach den Emotioni Italiani erlegen. Ich gucke mal, wir werden das noch ausdiskutieren bei den Punkten. Genau, nachher. Genau. Ja, Carsten, wir haben es gehört, der Peter und der Jens, die waren beide eigentlich ziemlich überzeugt von beiden Motorrädern, sowohl von der GS als auch von der Desert X Rally. Das ist was, ja, es war eine harte Gruppe und es waren beides sehr, sehr gute Motorräder, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall sehr gute Motorräder, wobei sie auch ein bisschen speziell sind, weil sie sind ja sehr hochbeinig, also hohe Sitzhöhe und mit Offroad-Reifen besohlt. Also schon eine Klasse für die richtigen Männer, sage ich mal, eigentlich Männermotorräder. Ja, man braucht tatsächlich ein bisschen, man muss den Motorrädern ein bisschen was entgegensetzen können. Gerade wie der Jens es auch gesagt hat, die Ducati ist dann am Ende noch mehr Motorrad. Also es war wirklich so, dass die Ducati am Ende das höchste und eigentlich fast das größte Motorrad beim Alpenmasters war. Ja, also super, super schwer zum Händeln in den engen Kehren. Also ein richtig großes Motorrad, aber auch irgendwie ganz cool. Also die Optik ist Wahnsinn, finde ich. Also das Design ist super. Es hat brutal viel Federweg mit über 250 mm. Ist auch richtig cool für Offroad-Einlagen, aber ist halt einfach ein anspruchsvoll zu fahrendes Motorrad. Ja, jetzt sind wir schon direkt mitten im Thema. Anspruchsvoll zu handeln oder schwer zu handeln, damit heißt es nicht, dass das Motorrad unhandlich wäre oder ein schlechtes Handling hätte, sondern dass es einfach wirklich viel Motorrad ist. Und da sind wir schon bei einer Besonderheit der Alpen. Bei so einem Alpentest fokussieren wir uns ja auch auf Kriterien, die wir sonst in den Tests nicht so haben. Zum Beispiel das Handling in Kehren. Und Kehren, wir waren am Stilfser Joch und ums Stilfser Joch unterwegs. Das heißt wirklich auf der Stelle umdrehen. Und da zählt dann am Ende wirklich auch jedes Kilo von einem Motorrad, was man dabei merkt. Ne? Genau, die Kehren sind halt super, super eng. Und die meisten Motorradfahrer fahren die dann teilweise ein bisschen weiter außen an. Und dann kommt vielleicht von oben ein Fahrzeug entgegen. Und dann wird es schon ganz eng, besonders am Stilfser Joch. Aber da braucht man auf jeden Fall Fahrzeuge, die sich halt wirklich leicht händeln lassen. Ja. Die lassen sich leicht händeln, wenn man es gut kann. Aber wenn man ein bisschen Respekt vor der Höhe hat, dann ist es auf jeden Fall mit den Fahrzeugen anspruchsvoller, besonders mit der Ducati. Ja, und man muss dann auch sagen, wenn man dann abschüssig irgendwie doch mal den Fuß absetzen muss, weil man irgendwie so ein bisschen aus der Balance gerät, dann hält man das Motorrad dann auch nicht mehr, dann liegt es auf der Seite. Ne? Ja, das sind halt doch über 230 Kilogramm bei den Fahrzeugen. Ja, aber kommen wir zu den, vielleicht ein bisschen erstmal zu den Stärken der Ducati. Du hast schon angesprochen, lange Federwege, generell ein sehr komfortables Fahrwerk, ein sehr schönes Ansprechverhalten, wie ich fand vom Fahrwerk. Also wenn man jetzt wirklich touren will, dann ist man mit der Desert X Rally komfortabel unterwegs und auch gut aufgestellt. Ne? Auch komfortabler als mit der BMW. Also die hat super gutes Ansprechverhalten von den Federelementen, so wie du sagst. Auch einen guten Sitzkomfort und vor allen Dingen die Ergonomie ist eigentlich super entspannt, relaxed. Also perfekten Kniewinkel, viel Platz auf dem Fahrzeug, eine angenehme Sitzposition, ja. Ja, wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Jens, der Mötö, das Motorrad so gut fand. Der ist über 2 Meter groß und der hat mit der Ergonomie auf kleineren Motorrädern immer zu kämpfen bei der Ducati. Das erste Mal nicht. War's für ihn perfekt eigentlich, ne? Ja.
Und du hast gerade schon den Vergleich zur BMW angesprochen. Wir hatten die BMW mit dem Enduro-Fahrwerk geordert. Das heißt, sie hatte auch lange Federwege, war auch sehr, sehr hoch. War grundsätzlich, fand ich vom Ansprechverhalten her jetzt auch nicht unkomfortabel, also trotzdem ein komfortables Motorrad. Aber gerade so vom Federbein, vom Heck her, war es dann doch nicht ganz so sensibel wie das der Ducati. Ne? Es hat ein bisschen weniger Federweg und das Sportfahrwerk ist vom Ansprechverhalten ein bisschen straffer und deswegen war es nicht so ganz geschmeidig, nicht so soft wie bei der Ducati. Und wir hatten ja die BMW auch in der Option geordert, weil die Ducati schon vom Grundpreis her relativ teuer ist. Und dann haben wir bei der BMW F900 GS einfach alles reingepumpt, was so geht. Also alle Pakete und halt das Enduro-Sportfahrwerk. Ja, und auch die Offroad-Bereifung, die es ab Werk gibt bei BMW, das sind dann in dem Fall die Metzler Karo 4. Die haben wir auch geordert, weil es die Ducati Desert X eben nur mit den Pirelli Scorpion Rally STR gibt. Genau. Und es sollte da möglichst Chancengleichheit einfach herrschen, dass auf ähnlichen Reifen gefahren wird oder zumindest auf Offroad-orientierteren Reifen. Da war es dann jetzt so, dass die GS da fast ein bisschen im Nachteil war, weil die Karo 4 schon wirklich sehr, 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 sehr grob sind. Aber vom Handling her, muss man sagen, hat die GS das total toll überspielt und war trotzdem ein sehr neutrales, handliches, schön zu fahren, das Motorrad, wenn es mal in Bewegung war, oder? Richtig geschmeidig zum Fahren, also auch handlicher eigentlich als die Ducati und trotz der Reifen mit 50-50 gegenüber 70-30 vom Profil her, war das eigentlich gar kein so großer Nachteil, fand ich bei der BMW. Also es hat richtig Laune gemacht. Ja, da waren sich die Tester dann am Ende auch einig und alle waren ein bisschen überrascht, dass es auf den Reifen relativ gut funktioniert so hat. Gut funktioniert hat. Auch bei der Bremsmessung war es so, die sind ja noch ein bisschen grobstolliger und letztendlich haben wir sogar bei der BMW, glaube ich, fast einen besseren Bremsweg rausgeholt wie jetzt bei der Ducati. Ja, da sind wir, gutes Stichwort Bremsmessung. Ja. Die Elektroniksysteme haben mit den, oder die ABS-Systeme haben mit den groben Reifen dann natürlich schon deutlich zu tun. Also man sieht da die schwarzen Stempel immer auf dem Asphalt, aber die Bremsperformance von beiden Motorrädern war eigentlich gut, fand ich. Also Ducati hat eine sehr gute Bremse, allerdings hat sie halt auch eine soft abtauchende Gabel vorne. Also sie hat auch so die Tendenz, dass sie so leicht nicht so zum Stoppie neigt, aber halt viel Gewicht nach vorne kommt. Und die BMW hat vielleicht die bessere ABS-Abstimmung, hat es also ein bisschen besser gemanagt. Dafür hat sie die Offroad-orientierteren Reifen gehabt. Und am Ende waren die Bremswege nahezu identisch, meine ich. Ja, vom Bremsgefühl, also jetzt alleine die Bremsanlagen an sich haben sich am Ende wenig geschenkt. Also die Ducati hatte vielleicht ein bisschen mehr Hebelweg zur Dosierung, sind aber beide auch bei einer flotten Passabfahrt absolut stabil, ja, konstant stabil gewesen. Ja. Von dem Bremsgefühl vielleicht zur Erklärung, man kann sich das so vorstellen, wenn die Gabel vorne wegtaucht und man fährt wirklich einen steilen Hang runter und möchte auf eine Kehre zubremsen, ist natürlich ein unangenehmeres Gefühl, wenn die Front so tief eintaucht und man dann zum einen ein bisschen mehr Druck vorne auf die Hände bekommt und zum anderen halt das Motorrad auch ein bisschen schwerer zu manövrieren einfach beim Bremsen. Und da war es so, dass die GS dann ein bisschen stabiler war, ein bisschen mehr gegengehalten hat. Ne? Ja. Worüber wir es noch nicht gesprochen haben, sind die Motoren. Letztendlich ähnliche, aber dann doch sehr unterschiedliche Konzepte. Ja. Also beides Zweizylinder, einmal richtiger V2, einmal rein Zweizylinder im Fall der BMW. Interessant, wir hatten den F900-Motor eigentlich ein bisschen träger in der Erinnerung, als er es jetzt in der GS dann wirklich war. Also es ist schon ein spritziger, schöner, kraftvoller Motor aus der Mitte geworden inzwischen, ne? Ja, der BMW-Motor, der 895 Kubik und der Ducati 937 und eigentlich müsste ja der Ducati mehr Drehmoment generieren können, aber der BMW-Motor war eigentlich in der Mitte vom Drehmoment her deutlich stärker. Der Ducati-Motor ist halt mehr auf Drehzahl, ein bisschen mehr auf Spitzenleistung, wobei die am Ende auch nicht arg viel höher war als bei der BMW. Aber in der Mitte hat einfach der BMW-Motor trotz weniger Hubraum besseres Drehmomentverhalten gehabt. Ja. Und dementsprechend waren auch die Werte beim Beschleunigen aus der Kehre raus zum Beispiel besser mit der BMW als bei der Ducati. Und in Sachen Laufkultur war es auch so, dass ganz unten der BMW-Motor dann doch einfach kultivierter ist. Ne? Der BMW-Motor geht einfach super geschmeidig ans Gas. Also das ist eigentlich, finde ich, perfekt. Und der Ducati-Motor, der rappelt halt ein bisschen mehr. Also der ist ein bisschen unkultivierter und läuft halt auch auf jeden Fall rauer. Ja, das ist vielleicht was Ducati-Fans auch haben wollen. Ne? Ja. Das ist so, hat halt einen Charakter. Hat einen Charakter, ja. Motor. Wenn man es mag, ist okay. Also technisch gesehen ist es geschmeidig mit der BMW, definitiv. Ja, und dafür ist dann, das ist das, wo es am Ende die Punkte dafür gibt. Ne? Ja. Charakter können wir nicht bewerten, sondern nur die Laufkultur. Ja, die große Frage ist dann jetzt in der Summe ihrer Eigenschaften, welche hat denn das Rennen dann gemacht? Also die Tendenz in allen Kategorien war dann immer so ein bisschen
Richtung BMW. Ja, ich würde mal sagen, es war super knapp und die Ducati hat auch mit einem riesen Tank eine brutale Reichweite, also da hat sie ganz viele Punkte aufgeholt, aber die Ducati ist einfach ein super schweres, großes Motorrad und am Ende war es für die meisten Fahrer mit der BMW leichter zu handeln, ein bisschen druckvoller der Motor und so hat die BMW das Rennen zwar knapp gemacht, aber aus meiner Sicht, unabhängig jetzt mal von dem Vorsprung in Punkten, zu Recht, weil die Ducati schon was Spezielles ist und mit der BMW kommen, sage ich mal, deutlich mehr Leute zurecht wie mit der Ducati. Einfach das breitentauglichere Motorrad auch gerade alleine. Ja, wir kommen wieder darauf zurück, auf die Ausmaße und auf die Sitzhöhe von der BMW war auch hoch, aber die auf Ausmaße, 1, 2, 3, ja, des Motorrads, das ist am Berg schon nicht so richtig leicht zu Ja, die hat einen riesen Tank, das ist auch super breit da an der Stelle, also mit dem Motorrad so ein bisschen in den Kehren mal rangieren oder mal rückwärts irgendwo aus einer Parkbucht raus, ist auf jeden Fall mit der Ducati sehr anspruchsvoll. Ja, ja, wunderbar, damit haben wir schon die Finalistin geklärt. Wir gehen ins Finale vom Alpenmasters mit der BMW F900 GS, genau. Die die Ducati Desert X Rally knapp schlägt. Was uns interessieren würde, was wäre denn eure Meinung? Glaubt ihr, dass die Größe der Ducati Desert X Rally für euch ein Problem wäre? Würdet ihr sagen, das ist für euch ein Argument, lieber ein besser zu handelndes, besser zu rangierendes Motorrad zu haben? Oder ist euch sowas völlig egal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne einen Daumen für das Video da. Ja, und wir sehen uns dann spätestens beim Alpenmasters-Finale wieder. Danke dir, Carsten. Gerne.